Hallo, ich bin Irene Lauretti von irenelauretti.com, die Autorin des Buches Der Mond und der kosmische Köln der Schöpfung. Und ich möchte euch jetzt demonstrieren, wie ihr den Lebensstrom aktivieren könnt. Der Lebensstrom ist der wichtigste Energiestrom des Menschen. In meinem Buch Der Mond und der kosmische Köln der Schöpfung findet ihr ihn auf Seite 168 und 169. Hier habt ihr eine Abbildung dazu. Es sind 8 Schritte, die ihr ganz einfach, ganz leicht täglich machen könnt und solltet. Denn der Lebensstrom oder auch Hauptzentralstrom, wie er im Jin Jin Jitsu genannt wird, oder kleiner Himmelszyklus im Taoismus, ist der wichtigste Energiestrom des Menschen. Er ist eure persönliche Quelle, aus der ihr heraus ihr eure Realität entfaltet. Er ist eure Energieversorgung, die tägliche Energiequelle. Und er wird euch energetisieren und gleichzeitig beruhigen. Er ist der wichtigste Energiestrom des Menschen. Wir beginnen also, der erste Schritt, wir legen die rechte Hand auf die obere Kopfmitte. Ihr könnt entweder die flache Hand auf die Kopfmitte, auf den Kopf legen oder aber die Finger so auflegen. Das ist ganz egal, ihr entscheidet. Es muss einfach bequem sein. Die linke Hand geht gleichzeitig zwischen die Augenbrauen in den Bereich des dritten Auges. Auf jedem Schritt bleibt ihr etwa 3 Minuten oder auch länger, bis ihr ein leichtes Pulsieren unter euch in euren Fingern verspürt. Also die beiden Hände, die sollten sozusagen unter euren beiden Händen, sollte es harmonisch miteinander pulsieren. Dieser erste Schritt öffnet das Sehen, und zwar das Physische und das Geistige. Er unterstützt das Denkvermögen, das Gedächtnis und ist generell für das Gehirn gut. Für den zweiten Schritt wandert ihr dann mit der linken Hand auf die Nasenspitze. Dieser zweite Schritt ist gut für die Geschlechtsorgane und für das Herz, eröffnet die Mitte des Körpers. Der dritte Schritt dann, die rechte Hand bleibt wieder oben auf dem Kopf, mit der linken Hand wandert ihr in das Grübchen hier unterhalb des Halses, das ist das Halschakra. Dieser Schritt ist gut für alles, was mit Kommunikation zu tun hat, er hilft dem Hals, Halsbeschwerden und auch der Stimme. Der vierte Schritt dann, die linke Hand für den vierten Schritt, wandert auf die Mitte des Brustbeines. Also ihr könnt fühlen, das obere Ende war bei dem Grübchen und das untere Ende, das kann man auch erfüllen. Und wie gesagt, der vierte Schritt ist in der Mitte des Brustbeines, das Herzchakra. Es ist gut für alles, was mit dem Herzen zusammenhängt. Es öffnet das Herz, die Emotionen. Es ist eine wunderbare Vorbeugung gegen Brustkrebs und stärkt das Immunsystem. Der fünfte Schritt dann liegt auf dem Solarplexus. Die linke Hand geht also auf den Solarplexus, welches der Farbe Gelb zugeordnet ist. Er stärkt alle Verdauungsorgane und unterstützt auch, hilft gegen Angst und ist generell das Machtzentrum des Körpers. Also wenn Macht missbraucht wird zum Beispiel oder man zu wenig Macht hat, sich von anderen Menschen ausnutzen lässt, hilft dieser Schritt. Dann für den nächsten Schritt wandert die linke Hand 2 Zentimeter über den Nabel. Dieser Schritt ist auch ganz wichtig, denn hier ist der eigentliche Impuls für den kleinen Himmelszyklus. Hier kommt, wird der Funke, der Schöpfungsfunke zum kleinen Himmelszyklus. Ihr könnt euch das auch visualisieren, wie dieses weiße Licht hier den Körper betritt und zum kleinen Himmelszyklus wird. Für den nächsten Schritt dann legt ihr die linke Hand auf das Schambein. Und dieser Schritt ist für mich auch, ich meine, immer besonders wichtig, denn er unterstützt den Energiefluss vom Kopf zum Schambein. Die Energie beim Lebensstrom fließt die Wirbelsäule hinauf und die vordere Körperseite zentral wieder hinunter. Und dieses Auf und Ab, das ist das, was Gesundheit ist, was Harmonie ist. Also dieses stetige Auf, das Einatmen und das Ausatmen wieder, das ist der Lebensstrom und dieser Schritt unterstützt das. Dieser Schritt zieht die Energie nach unten und indem wir die Energie nach unten ziehen, erlauben wir der Energie wieder nach oben zu strömen. Der letzte Schritt dann, für den letzten Schritt legen wir die rechte Hand ganz einfach auf das Steißbein und zwar idealerweise zeigen die Finger etwas nach oben, denn der Energiestrom fließt ja wie gesagt die Wirbelsäule hinauf und vorne wieder hinunter. Dieser letzte Schritt wärmt die Füße, die Beine und lässt die Hände warm werden und unterstützt nochmal auch die Geschlechtsorgane und den ganzen Energiefluss. Der letzte Schritt und der erste sind immer besonders wichtig, denn der erste gibt den Impuls und der letzte, der zieht die Energie nochmal. Also es ist ganz einfach, wir haben 8 Schritte für den Lebensstrom und ich empfehle den Lebensstrom oder Hauptzentralstrom, wie er jetzt auch genannt wird, täglich zu strömen. Danke.